handelsübliche Frankfurter Würstchen. Nebenbei bemerkt, in Deutschland und der Schweiz werden diese Bienenwürstchen genannt, werden in der Regel in heißem, jedoch nicht kochendem Wasser für knapp 10 Minuten erhitzt und schmecken dann wunderbar. Das funktioniert gut, dauert aber dem Physiker zu lange. Daher sehen Sie im folgenden Versuch, wie eine Wurst auch ohne Wasser und ohne die lange Wartezeit erhitzt werden kann. An dieser Stelle sei aber bereits darauf hingewiesen, dass dieser Versuch nicht zu Hause wiederholt werden sollte, da bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Stromschlags besteht. Also, wir nehmen jetzt da hier ein Würstel. Auf jeden Fall kochen wir jetzt da hier gerade das Würstel. Es wird schon warm. Es raucht schon ordentlich. Und wird wahrscheinlich gleich platzen. Jetzt schalten wir aus. Ja, ein bisschen geht noch, damit es ordentlich durch ist. Die ganze Geschichte mit Würsteln, 10 Minuten kochen oder noch länger, brauchen wir alles nicht. Zubegreifen darf man jetzt nicht, ne? So, und? Probier mal. An eine Spannung von 230 Volt wird eine Wurst mittels zweier Elektroden angeschlossen, wodurch ein elektrischer Strom durch die Wurst fließt. Da diese Wurst wie ein elektrischer Widerstand wirkt, man beachte also hier auch das elektrische Schaltbild, erhitzt diese sich und bereits nach wenigen Sekunden hat die Wurst eine Temperatur, die sie beim Garen in einem heißen Wasserbad erst nach einigen Minuten hätte. Lässt man die Wurst jedoch zu lange an der Spannung, so wird sie beim Kochen irgendwann platzen. Der Grund hierfür liegt im steigenden Innendruck der Wurst. Eine Berechnungsformel aus der technischen Mathematik, namentlich die Kesselformel, erklärt, warum in zylindrischen Druckbehältern, wie zum Beispiel Rohren, bei zu hohem Innendruck die aufgeplatzte Oberfläche immer in Längsrichtung verläuft. Aus der Formel geht hervor, dass derselbe Innendruck doppelt so stark in der Querrichtung zerrt als in der Längsrichtung. So erklärt sich also, dass die Wurst beim Platzen nicht sauber in der Mitte in zwei Teile reißt, sondern stets der Länge nach. Achtung! Auch dieser Versuch ist, wie gesagt, ein sehr gefährlicher Versuch. Aufgrund der hohen Spannung besteht bei unsachgemäßer Handhabung Lebensgefahr.